Guten Abend. Man kann es wahrscheinlich schon am Sonnenstand bzw. Schatten hinter mir sehen. Es ist nun doch schon wieder etwas später, ich glaube 8 Uhr. Und ich war hier auch sowas wie 8 Stunden heute am Arbeiten und Werken. Hatte auch fleißige Helfer über viele Stunden hinweg. Und das ist einfach unheimlich zeitintensiv, diese Arbeit. Man muss hier im Detail dann doch eben einiges mit Draht festbinden und so. Und das nimmt dann überraschend viel Zeit in Anspruch. Und ich bin ja auch nicht so weit gekommen, wie ich es mir vorgenommen habe. Das heißt, hier wird es in den nächsten Tagen noch weitergehen. Aber ich kann euch den aktuellen Zwischenstand durchaus mal zeigen. Zwischenzeitlich habe ich hier schon wieder mal aufgeräumt. Das heißt, die Geschossdecke schaut jetzt wieder so aus, wie wir sie vorgefunden haben. Plus minus eben der Dinge, an denen wir gearbeitet haben. Da wäre zum einen hier dieser Styroporklotz, der jetzt hier noch besser befestigt werden muss. Unter diesem Styroporklotz befindet sich ein Schacht, den wir hier geschnitten haben, und da musste man eben durch Beton, durch Bewehrungsstahl, und das war gar nicht mal so ohne. Jetzt hier in der Kamera durch die Dunkelheit da innen und den Kontrast kann man das nicht so gut erkennen, aber das ist halt 5,5 cm starker Beton hier. Man kann es sehen, das ist jetzt, ich bin jetzt nur an Fingerspitzen eben unten, und das ist dann, hat dann doch einiges an Zeit gefressen. Etwas Ähnliches haben wir hier gestern schon ausgesägt. Das haben wir jetzt hier heute eben schon zugestellt mit diesem Styroporblock und das auch ein bisschen abgedichtet seitlich und von unten, sodass das jetzt hier eben mit Beton vergossen werden kann. Und das ist eine der Konstruktionen, die wir heute gebaut haben. Hier schaut eben eine Metallstange aus dem Rohfußboden später heraus. An dieser Stange haben wir jetzt hier einige Lehrrohre befestigt und die Lehrrohre selbst gehen in der Seitenwand hier nach unten. Da gibt es eben Rohre, die in den Rollokasten, den späteren, eingezogen sind, und andere, die in den Fensterrahmen seitlich hineinlaufen. Und das zeige ich dann mal von unten. Auch da drüben gibt es zwei solche Austritte. Hier jetzt die Perspektive aus dem Kellergeschoss. Ich befinde mich jetzt hier im Treppenhaus und Flur. Und das ist eben einer der Räume, in dem sich ein Fenster befindet. Und das ist auch derjenige Raum, den wir jetzt von oben gerade noch gesehen hatten. Oben befindet sich eben dieses Stahlgestänge, dieser Bewehrungsstahl, an dem die Leerrohre befestigt sind. Und hier unten enden diese Leerrohre alle samt. Man kann hier sehen, es gibt zum einen welche, die seitlich aus der Fensterschaltung herausschauen, sowie eben zwei weitere, die hier oben im Rollokasten enden. Diese sind für die Steuerung und Stromversorgung des Rollomotors. Und die seitlichen sind halt für Fensterkontakte. Die haben wir jetzt hier ganz bewusst relativ lang gelassen, einfach um Spielraum nachher zu haben im Fensterrahmen. Leider war es mir nicht möglich, mit dem Fensterbauer im Vorfeld zu klären, wo genau die Fensterrahmen hier später sitzen werden. Der hat mir nur eine Angabe machen können im Verhältnis zum Rollokasten, wo der Rollopanzer austritt. Den Rollokasten gibt es nicht. Ein Datenblatt vom Rollokasten konnte mir jetzt in den letzten Tagen eben nicht zur Verfügung gestellt werden, und da wollte es irgendwie keiner festlegen. Jetzt musste ich halt hier ein bisschen gamblen und auf Glück spielen und das mit bekannten Fenstern eben herausmessen. Und ja, wir haben das aber jetzt so gelöst, dass wir sehr großzügig mit der Aussparung hier mit dem Loch waren. Man kann es sehen, das ist jetzt ein M20-Rohr. Das ist sowieso schon relativ groß, und wir haben jetzt hier ein 40er Loch gebaut, und dieses Loch ermöglicht es uns halt später, sich hier zu bewegen. Das wird jetzt auch nur so verfüllt mit Silikon, dass man das eben relativ leicht nachher wieder entfernen kann, und dann hat man hier ein bisschen Spiel und tut sich auch mit irgendwelchen Stemmarbeiten, die gegebenenfalls notwendig werden, deutlich einfacher. Und genau das hatten wir halt jetzt hier in allen Fällen gemacht. Es gibt eben zwei solche Kontakte pro Flügel, einmal für die Überwachung, für die Verschlussüberwachung, einmal für die Kippüberwachung, und dementsprechend gibt es halt hier zwei Zuleitungen. Auch hier im zweiten Raum gibt es einen ganz ähnlichen Anblick. Aus den Fenstern schauen halt hier die Schläuche heraus, die Leerrohre. Auch hier haben wir genauso eben großzügig ausgespart, weil wir auch uns hier natürlich nicht sicher sind, wo die Fensterrahmen eingesetzt werden. Und auch hier gibt es im Rollokasten dann die Leitungen, Zuleitungen für den elektrischen Motor bzw. die Steuerung in Form von KNX. Und ein ähnliches Bild bietet sich hier. Die sind im Wesentlichen alle symmetrisch oder alle analog zueinander aufgebaut. Ich befinde mich jetzt hier im späteren Technikraum. Man kann es da oben sehen. Da sind eben die Aussparungen für die Heizungs- und Lüftungsrohre. An diese Wand kommt auch die Elektroverteilung, der Zähler. Und hier im Hintergrund kann man die Anschlussfahne für den Potentialausgleich sehen. Und
Hier oben in der Ecke ist eben diese Aussparung, an der wir heute gearbeitet haben. Da oben drauf liegt jetzt noch der Styroporblock. Das sind 60 x 15 cm in der Dimension. Und das ist dann, bietet eben ausreichend Platz für die Elektroinstallation im Boden des Erdgeschosses. Da wird es eben Bodentanks geben und über diese werden diese mit Leerrohren dann angefahren. Das waren die Dinge, an denen wir heute hier gearbeitet haben. Wie gesagt, das ist überraschend zeitaufwendig hier, auch wenn das jetzt im Video vermutlich aussieht wie eine Arbeit für wenige Minuten. Und jetzt mache ich hier noch ein bisschen Glasschiff und dann geht es für heute erstmal ab nach Hause bzw. ab ins Bettchen. Bis dann!